Hallo, ich bin Sebastian von Canada Fitness Athletics aus Weimar. Ich werde immer wieder gefragt, was man machen kann, wenn man Rückenschmerzen bekommt von einer sitzenden Tätigkeit. Also wenn man auf der Arbeit oft im Sitzen arbeitet, wenig aufsteht, wenig in Bewegung ist, ob es da Möglichkeiten gibt, Übungen zu machen, die einem helfen, diesen Schmerz zu lindern. Und aus der Erfahrung raus mit meinen Klienten und auch bei mir selber, gibt es drei Übungen, die ich euch mal zeigen möchte, die helfen können, diesen Schmerz zu lindern. Wenn man sie täglich ausführt, so kann man im Prinzip über den Tag verstreut immer wieder machen, für 10 bis 15 Wiederholungen. Und mit der Zeit merkt man dann schon, dass der Schmerz besser wird. Oft ist das Problem, dass wenn man viel im Sitzen arbeitet, dass aus einer Fehlstellung der Hüfte heraus dieser Rückenschmerz sich entwickelt. Also, die Hüftbeuger sind steil, die Oberschenkelrückseite ist ein bisschen schwach, schlecht entwickelt die Muskulatur, dadurch kommt es zu Fehlstellungen im Becken und das muss man halt versuchen mit Korrekturübungen oder Krafttraining in dem Sinne wieder auszugleichen. Die erste Übung, die ich euch zeige, ist eine Mobilisation der Brustwirbelsäule, die öffnet den Brustkorb und für diejenigen, die dazu neigen, dass die Schulter nach vorne sind und der obere Rücken etwas krumm ist, was ja auch wieder auf diesen unteren Rücken sich auswirkt, ist das eine gute Möglichkeit, um den Brustkorb zu öffnen, die Haltung ein bisschen zu korrigieren. Und generell die Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule wird besser. Die zweite Übung, die ich euch zeige, ist eine Übung, die mit einfachen Mitteln ausgeführt werden kann, um die Muskulatur zu stärken, die fürs Heben gebraucht wird, und zwar der mittlere Gesäßmuskel und die Muskeln, die für die Außenrotation im Bein zuständig sind, also alles Muskulatur, die den unteren Rücken entlastet beim Heben. Die dritte Übung zeige ich euch jetzt. Die hat zwei Vorteile. Einerseits wird die Beweglichkeit in der Hüfte verbessert. Andererseits öffnet sie auch wieder den Brustkorb und die Beweglichkeit in den Schultern verbessert sich und die Haltung im Oberkörper verbessert sich. Der Vorteil bei der Übung ist, wenn ihr euch an den Türrahmen festhaltet oder etwas Ähnliches, dass ihr die Last von den Beinen und vom unteren Rücken nehmt und so der Bewegungsumfang größer wird. Das ist wiederum gut, um die Beweglichkeit in der Hüfte zu verbessern. Achte darauf, dass ihr in etwa schulterbreit steht, Oberkörper gerade, Brust raus, Schulterblätter hinten zusammen.